drehen wir das Rad der Zeit in die 30er Jahre zurück. 03 147 vom BW Stargard rollt zum Restaurieren. 1934 wurde diese 03 von der Lokomotivfabrik Schwarzkopf in Wildau bei Berlin gebaut. Mühsam ist das Bekohlen mit Loren. 10 Tonnen kann der 22T34-Tender aufnehmen. Mit dieser größeren Tenderbauart wurden viele Maschinen nachträglich gekuppelt. Mit dem längeren Tender konnte nun nicht mehr auf 20 Meter Scheiben gedreht werden. Der größere Wasservorrat war wichtiger. Kohle, Wasser und der Sandvorrat werden ergänzt. Der feine Sand soll beim Bremsen und Beschleunigen helfen. Bis heute ein gängiges Mittel. Auch in Berlin ist die Baureihe 03 ein ständiger Gast gewesen. Ein- und Ausblicke auf der Stadtbahn. Auch der Anhalter Fernbahnhof gehört zu den Zielen. Trotz aller Vorbehalte können die neuen Maschinen schnell ihre Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Besonders bei Flachlanddienststellen werden sie geschätzt. Die Baureihe 03 besitzt alle Vor- und Nachteile der Wagnerschen Einheitslokomotiven. Sie steht der Baureihe 01 nur so wenig in Leistung nach, dass sie oft in gemeinsamen Plänen liefen. 01 147 hat ihr Ziel erreicht. Auf dieser Aufnahme ist sie noch mit ihrem Ursprungstender der Bauart 22T32 gekuppelt. Im BW heißt es Lösche ziehen. Damals wie heute eine ungeliebte Arbeit. 2 Meter messen die großen Treibräder des 2C1-Fahrwerks. Hier werden die Stangenlager mit frischem Öl versorgt. 03 147 gehört zu den ersten 162 Maschinen mit 850 mm Vorlaufrädern. Danach wird der Durchmesser auf 1000 mm erhöht und die Höchstgeschwindigkeit von 120 auf 130 km angehoben. 03 147 verbleibt nach dem Krieg im Osten und geht in den Bestand der PKP über.